10 at X-ray runway ignition. Correction, runway 12, hold. Liftoff. 30 minutes after the hour. Schönen Montagmorgen lag ein toter Mann am Strand, in dessen Nähe man einen Astronautenanzug fand. Aber schon nach 3,5 Tagen alles klar auf Golgatha. War er wieder auferstanden, Freitagabend an der Bar. Vodi, Vodi, Vodka war sein Treibstoff, und jetzt flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13, und er fühlt sich wie Tom Hanks, wie Tom Hanks, fühlt sich wie Tom Hanks. Zu den Fernen, zu den Sternen, in das kosmisch helle Licht, wo das Weltall ihn erleuchtet und der Wahnsinn zu ihm spricht. Denn hier unten hört ihn normallos, ne, da hält er's nicht mehr auf. Nur da oben bei Daniel Düse ist ein wirkliches Zuhause. Vodi, Vodi, Vodka war sein Treibstoff, und jetzt flutet er die Tanks. Es ist wieder wie Apollo 13, und er fühlt sich wie Tom Hanks, wie Tom Hanks, fühlt sich wie Tom Hanks. Vodi, Vodi, Vodka war sein Name. Vodi, Vodi, Vodka, und er sprach: Ich zisch jetzt erstmal locker durch die Decke. Immer schön den Asana, immer schön den Asana. War sein Name, und irgendwann da schleudert er extrem. Hello, here is Houston, Ground Control. Are you having a problem? An Alkoholproblem?
getrimmt oder mit dem Moped oder schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterhergefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Da, 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 da. Ja, ich war ständig da und das hat dich dann überzeugt. Wir wollten immer zusammenbleiben und überhaupt mit dir, das war so groß. Das kann man gar nicht beschreiben. Und heute wohnst du irgendwo und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann. Und dann war ich wieder völlig fertig. Schnee, der fällt auf unser heißes Herz. Das hab ich nicht bestellt. Polare Zeiten, nein, das ist nicht meine Welt. Auf dieser Autobahn, lass uns nicht weiterfahren. Die letzte Ausfahrt hier, ey komm, die nehmen wir. Da ist die letzte Bar, ist der letzte Drink vor der Grenze da. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger Wind treibt uns nach Norden. In so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, es macht mich kaputt. Früher war der blau, heute stehen Fabriken da, sie produzieren grau, nur noch die Farbe grau. Ich kann das nicht mehr sehen. Ey, tu mir das nicht an, ich krieg ja Sonnenhals. Egal was ich auch sag, alles verstehst du falsch. Dabei möchte ich so gern, wir sind doch beide vom selben Stern. Was hat die Zeit mit uns gemacht? Was ist denn bloß aus uns geworden? Was hat die Zeit mit uns gemacht? Ein eisiger
ruhiger Wind treibt uns nach Norden, in so ein Land, wo weit und breit nichts ist als Schweigen oder Streit. Da will ich nicht hin, es macht mich kaputt. Bist du dir immer
treu geblieben. Und Roomservice wird mit U und H geschrieben. Der Astronaut muss los. Der Astronaut muss weiter. Wird man sich jemals wiedersehen? Man weiß es nie genau. Auf dem Raketenbahnhof wird man den nächsten Flug lebendig überstehen. Panikrocker Udo Lindenberg auf hoher See. Mit dem Luxusliner Mein Schiff ist Udo 5 Tage lang unterwegs. Bei seiner Ankunft im Hamburger Hafen kommt prominente Unterstützung. Skandalnudel Nina Hagen geht mit an Bord. Udo ist mächtig gespannt, was ihn auf dem Rockliner erwartet. Von Panik keine Spur. Was ist alles klar war und so, ne? Ja. Ich freue mich ja, auf die Begegnung, natürlich mit vielen Experten und so, ne? Panik-Experten. Ist das der Sonderzimmer, Panko? Ich muss mal eben dahin, mal eben nach aus Berlin. Und auf diese riesen Konzerte mit Panik-Band und mit Nina. Und ansonsten, lass uns mal überraschen, erste Mal, ne? Mal gucken, was alles so passiert, ne? Ja? Lass dich überraschen. Bis ins englische Dover geht die Fahrt. Genug Zeit für Captain Udo, den Gästen so richtig einzuheizen. Wenn Udo an Bord ist, darf eins nicht fehlen, seine weltbekannten Likörelle. Auch für die Fahrt mit dem Rockliner hat der Meister den Pinsel geschwungen. Udo hat das Wort weltweit patentieren lassen. Abgeleitet vom Aquarell, von der Wasserfarbe, gibt es das Likörell, halt mit Likör gemalt. Blue Curaçao für Blau, Campari für Rot, Eierlikör für Gelb etc. Für Udo Lindenberg heißt es auf dem Schiff aber nicht malen, sondern rocken. Schließlich wollen die Gäste was geboten bekommen und das kriegen sie. Die Leute gehen ja ab wie Luzis Katze, ne? Ja? So viele glückliche Gesichter, die du siehst, ne? Ja? Die sagen, boah, ist das geil, ne? Mit Udo, mit Panikband auf hoher See, ne? Ja.